Ein Restaurantbesitzer ruft die Polizei und erklärt, ein Kunde hätte eine große Geldsumme gestohlen. Als die Beamten eintreffen, hat der Wachmann des Restaurants bereits 3 Verdächtige gefunden. Thomas sagt aus: "Ich bin nur die Straße lang gegangen. Ich bin nicht mal ins Restaurant reingekommen." Daniel ist wütend: "Ich war noch nie hier. Ich saß in meinem Auto, als dieser Typ auf mich zugerannt kam und mit Anschuldigungen um sich geworfen hat." Jonas gibt an: "Ich war heute in dem Restaurant, aber ich kam nur, um mir einen Kaffee zu holen und bin keine 5 Minuten geblieben." Nachdem die Beamten alle Verdächtigen verhört haben, nehmen sie den Dieb fest. Wer ist es? Es ist Daniel. Sein Auto steht auf dem Parkplatz, der für Stammgäste reserviert ist. Doch er hat behauptet, noch nie hier gewesen zu sein. Hagen ist auf dem Heimweg, als ihm jemand einen Sack über den Kopf zieht und ihn niederschlägt. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich in einem Raum mit 4 Türen und einem winzigen Fenster wieder. Hagen öffnet das Fenster, doch es ist zu klein, um sich hindurchzuquetschen. Plötzlich bemerkt er ein Stück Papier auf dem Boden. Darauf steht die Nachricht: "Nur eine Tür führt ins Freie, die anderen 3 führen nirgendwo hin. Du kannst nur versuchen, eine Tür zu öffnen, und das nur einmal. Rätst du falsch, versperren sich alle anderen Türen für immer." Hagen überlegt eine Weile und entscheidet sich dann richtig. Wie hat er das geschafft? Er hat das Fenster geöffnet, dadurch gab es Durchzug. Er hat alle Schlüssellöcher überprüft und an einem kühle Luft gespürt. Das war die Tür in die Freiheit. Eines Sonntagmorgens findet ein U-Boot-Kapitän einen seiner Matrosen bewusstlos in seiner Koje vor. Jemand hat ihm auf den Kopf geschlagen. Es kann nur ein anderes Crewmitglied gewesen sein. Der Kapitän hat 3 unter Verdacht: Matteo, David und Olaf. Er befragt sie und erhält die folgenden Aussagen. Matteo: "Ich kann es nicht gewesen sein. Ich habe die Geräte im Maschinenraum überprüft." David: "Als es passiert ist, habe ich gerade das Geschirr vom Abendessen gespült." Olaf: "Ich habe zu der Zeit ein neues TikTok-Video hochgeladen." Wer lügt? Es war Olaf. Niemand darf in einem U-Boot das Internet für Privates nutzen. Leo studiert an der Uni Kunst und wohnt mit seinem Freund André zusammen. Leo sieht schlecht und trägt immer und überall seine Brille. Eines Tages übersieht André die und setzt sich aus Versehen drauf. Die Brille ist danach vollkommen kaputt. Leo tobt vor Wut und brüllt seinen Freund an, der daraufhin die Wohnung verlässt. Leo ruft seine Freundin an und bittet sie, ihn zum Optiker zu fahren. Ohne Brille kann er das nicht selbst tun. Als die beiden auf die Hauptstraße abbiegen, entdecken sie André, der bewusstlos in den Büschen liegt. Leo ruft sofort die Polizei und einen Notarzt. André wird ins Krankenhaus gebracht und ein Polizeibeamter befragt die Augenzeugen. Leo erklärt: "Meine Freundin saß am Steuer, als ich André gesehen habe. Wir haben sofort angehalten und sie gerufen. Wir haben nichts Verdächtiges bemerkt." Daraufhin nimmt der Beamte Leo fest. Wieso? Mit so schlechten Augen und ohne Brille hätte er André niemals in den Büschen liegen sehen können. Lilly ruft die Polizei. Sie hat ihren Nachbarn, einen berühmten Künstler, auf dem Boden seiner Wohnung vorgefunden. Der bewusstlose Mann wird sofort ins Krankenhaus gefahren. Die Polizei hat 3 Verdächtige. Lilly sagt aus: "Ich wohne nebenan. Ich habe Rufe und lautes Knallen gehört. Da wollte ich nachsehen, was los ist und habe ihn auf dem Boden liegen sehen." Zacharias erklärt den Beamten, dass er mit dem Künstler befreundet ist. "Wir wollten uns in einem Restaurant treffen, da wollte ich ihn abholen und fahren." Und Cornelius gibt an: "Ich habe ein Gemälde bei ihm bestellt, aber als ich es abholen wollte, traf ich die Polizei." Wer ist der Schuldige? Es war Zacharias. Wenn sie sich im Restaurant treffen wollten, wieso ist er dann in die Wohnung des Künstlers gekommen? Du wachst in einem Raum ohne Fenster und mit nur einer automatischen Tür auf. Über der Tür hängt ein großer Bildschirm. Plötzlich geht er an. Du
Du hörst eine Stimme. Sie klingt dumpf. Knacke dieses Rätsel und du darfst gehen. Scheiterst du, füllt sich der Raum in 5 Minuten mit Giftgas. Danach siehst du das Rätsel. Was kann es bedeuten? Hoffentlich hast du rechtzeitig verstanden, dass es sich Weltspitze fühlen heißt. Sieh dir diese Spiegel an und versuch zu erkennen, welcher magisch ist. Es ist der, den das Mädchen in der Mitte hält. Scheinbar hat er ihren Leberfleck entfernt. Ein Geschäftsmann bereitet sich gerade auf den Security-Check am Flughafen vor, als er bemerkt, dass jemand sein Gepäck gestohlen hat. Die Flughafensicherheit findet schnell 3 Verdächtige. Anna sagt, sie bräuchte nicht irgendjemandes alte Tasche. Sie hat eine eigene, herzlichen Dank. Micha antwortet, er reist gerne mit leichtem Gepäck und mag keine Taschen. Er bewahrt alles in seinem Rucksack auf. Janosch gibt an, dass er kürzlich einen Autounfall hatte. Sein Arm ist gebrochen und seine Knöchel verstaucht. Er kann kaum irgendetwas tragen. In 0, nichts nehmen die Beamten die schuldige Person fest. Findest du heraus, wer es ist? Es ist Anna. Niemand hat gesagt, dass die Tasche alt ist. Mehrere Polizisten verfolgen einen Verbrecher. Der versteckt sich in einem Haus. Als die Beamten es betreten, finden sie eine Kostümparty vor und der Gesuchte hat sich unter die Gäste gemischt. Die Polizei sieht sich die Leute genau an und weiß bald, wer der Verbrecher ist. Wie haben sie es herausgefunden? Es ist der Mann mit dem schwarzen Umhang. Anders als die anderen Feiernden hat er sich einfach geschnappt, was herumlag. Iron Mans Helm, Batmans Umhang und Hulks Hose. 2 junge Frauen verschwinden nacheinander in einer Kleinstadt. Die Polizei findet einen Umschlag mit einem seltsamen Code in der Wohnung der ersten. Im Haus der zweiten findet sich ein weiterer Umschlag, diesmal mit einer komischen Tabelle. Sie ist leer, doch einige Kästchen sind dunkler als die anderen. Der Beamte vermutet, dass die nächste Frau, die verschwindet, eine Madeleine, Melanie oder Ariana sein könnte. Findest du heraus, welche es ist? Nachdem er den Code und die Tabelle genau studiert hat, erkennt der Beamte, dass Madeleine die nächste ist. Einen Tag vor einer großen Bloggerkonferenz erhält der zuständige Sicherheitsdienst eine seltsame Botschaft. Eine der Bloggerinnen wird morgen entführt werden. Es ist entweder Monika oder Leslie. Es ist zu spät, die Veranstaltung abzusagen. Also beschließen die Sicherheitsbeamten, die Frauen genau im Auge zu behalten. Während des Events sprechen die Frauen mit niemand Auffälligen. Die Dinge und die Menschen scheinen vollkommen normal zu sein. Doch plötzlich ist es offensichtlich, wer es auf eine der Frauen abgesehen hat. Knackst du es? Es ist Monika. Sieh dir das Seil in ihrer Tasche an. Sie wollte ihre Konkurrentin loswerden. Aaron hat sich ewig lang auf seine Prüfung vorbereitet. Er ist sich sicher, dass seine Antworten korrekt sind und er eine 1 bekommt. Doch ein paar Tage später möchte die Lehrerin mit ihm sprechen. Wie sich herausstellt, hat Aaron einen einzigen Fehler gemacht und kann nicht mehr die Bestnote kriegen. Aber, sagt die Lehrerin, wenn du es schaffst, ein Rätsel zu lösen, gebe ich dir die 1. Aaron will unbedingt die beste Note, also willigt er natürlich ein. Das ist es, was die Lehrerin ihm zeigt. Stuhl, Sitz, Stuhl. Nachdem er einige Minuten überlegt hat, gibt Aaron die Antwort und liegt richtig. Was hat er gesagt? Zwischen den Stühlen sitzen. Maria geht gerade von der Arbeit nach Hause, als sie einen Schrei hört. Er kommt aus dem Haus, an dem sie gerade vorbeigeht. Sie stürmt sofort hinein, um zu helfen. Sie folgt der Stimme und landet im Keller. So wie sie hereinkommt, schlägt die Tür zu. Plötzlich öffnen sich vor ihr 3 Tore, doch nur eines führt in die Freiheit.
Hinter dem ersten befinden sich riesige Giftschlangen. Hinter dem zweiten hängt ein großer Felsen, der jeden erschlägt, der darunter hindurchgeht. Hinter dem dritten Tor warten 5 hungrige Krokodile auf Maria. Glücklicherweise entscheidet die junge Frau sich für das richtige Tor und kann entkommen. Welches Tor war es? Sie hat das zweite genommen. Maria hat ihre Schuhe hindurchgeworfen, sodass der Felsen heruntergekracht ist und ist dann hindurchgegangen. 2 Männer spielen Schach. Sie haben bereits 5 Partien gespielt und jeder von ihnen hat 3-mal gewonnen. Wie ist das möglich? Die Männer haben gegen andere Gegner gespielt, nicht gegeneinander. Sarah und Lukas haben einen Sohn namens Oliver. Am Samstag geht das Paar zum Abendessen aus und lässt Oliver zu Hause zurück. Als sie zurückkommen, ist der Junge unauffindbar. Die verängstigten Eltern rufen sofort die Polizei. Kurz darauf kommt ein Beamter und befragt alle Personen im Haus. Die Babysitterin erklärt, sie hätte Olivers Schultasche für den nächsten Tag gepackt. Das Dienstmädchen sagt, sie hätte den ganzen Abend in der Küche geputzt. Und der Koch gibt an, er hätte das Essen für den nächsten Tag zubereitet. Er hat Musik gehört und nichts gehört. Der Polizist weiß sofort, wer lügt. Und wie steht es mit dir? Es war die Babysitterin. Sonntags ist keine Schule, also brauchte Oliver keine gepackte Tasche.